Hallo zu einer weiteren Session hier auf der Republika zu Corona-Zeiten. Heutzutage muss man ja immer alles mit dem Wort Corona-Zeiten irgendwie in Verbindung bringen. Und eine Debatte, die sehr, sehr stark gerade zumindest für Menschen der sogenannten Risikogruppen diskutiert wird, das hat sicherlich jeder von uns irgendwie mitbekommen, ist die Frage der Triage. Und das heißt, was passiert eigentlich im Notfall, wenn Ärztinnen und Ärzte vor der Lage stehen, nicht genug Behandlungsgeräte zu haben und am Ende weniger Geräte vorhanden sind als Patientinnen, die sie benötigen? Wie wird dann entschieden? Und da haben Fachgesellschaften der IntensivmedizinerInnen Empfehlungen herausgegeben zur Triage, wie nach Kriterien zu entscheiden ist. Und das finden viele Menschen mit Behinderungen hochproblematisch. Nicht nur Menschen mit Behinderungen, auch Verfassungsrechtler haben da große Zweifel angemeldet. Und ich freue mich hier heute mit Nancy Poser darüber sprechen zu können. Nancy Poser ist Richterin ihrerseits in Trier, selber eine Frau mit Behinderung. Möchtest du etwas noch ergänzen zu deiner Personenbeschreibung? Du hast noch so viele weitere großartige Eigenschaften. Es ist, du hast es wunderbar gemacht. Also wir kennen uns ja auch schon. Von der juristischen Seite her ist vielleicht noch zu sagen, dass ich im Forum behinderter Juristen auch mitarbeite. Juristinnen und Juristen und wir uns auch zu dieser Empfehlung der DIVI, dieser Fachverbände eben geäußert haben. Du bist ja auch schon länger aktiv in der Behindertenrechtsbewegung. Wir kennen uns ja auch schon eine Weile, haben viele Aktionen gemeinsam ersonnen und erdacht. Und heute wollen wir uns eben genau über diese Triage-Fragestellung unterhalten. Kannst du vielleicht für die Zuschauerinnen und Zuschauer mal kurz erklären, was bedeutet Triage eigentlich? Was ist das? Triage ist eigentlich ein Aussortieren, Aussuchen, hast du das übersetzt. Und das ist genau das, was du eben beschrieben hast. Wir haben die Situation, dass die Gefahr in Deutschland vielleicht noch nicht, aber in vielen Nachbarländern ja sehr akut ist, dass eben mehr Patienten da sind als Behandlungskapazitäten und dass man dann irgendwie aussuchen muss, wer behandelt wird und wer nicht. Und genau dieses Konzept, das ist, kommt eigentlich aus der Katastrophenmedizin oder früher aus Kriegszeiten auch, dieses Aussuchen, wer behandelt wird, das heißt etwa Triage. Und was genau haben jetzt die Fachverbände da vorgelegt? Also es ist so, dass die Fachverbände ein Konzept geschrieben haben, was Empfehlungen für die Ärzte, die in einer solchen Situation sich befinden, sein sollen. Das heißt, nach welchen Kriterien dort eben entschieden werden soll. Man hat sich da darauf geeinigt, dass man das allein nach der Erfolgswahrscheinlichkeit machen möchte. Das heißt, die Ärzte gucken nach diesem Papier zunächst mal bei den Patienten, wer denn überhaupt noch eine Chance hat zu überleben. Die anderen Patienten gehen direkt in die palliative Versorgung. Und dann haben wir diese Patienten im Prinzip, von denen allen gesagt wird, sie haben eine Chance zu überleben. Und dann guckt man und hat verschiedene Kriterien da an die Hand gegeben bekommen, nachdem man dann entscheidet, aufgrund von irgendwelchen Statistiken, wie auch immer, dass der eine vielleicht mehr Erfolgschance hat als der andere. Und nach dieser Einschätzung, die dann ein Mediziner trifft oder mehrere Mediziner zusammentreffen, bekommt eben der das Gerät nicht, von dem gesagt wird, der hat aufgrund spezieller Vorerkrankungen, die er mitbringt, beispielsweise wahrscheinlich eine schlechtere Chance zu überleben als der andere. Das haben sich ja nicht nur die Fachverbände dazu geäußert, sondern auch der Ethikrat und auch die Politik. Wie sind denn deren Positionen? Also die Politik eher genau nicht. Und das ist meiner Meinung nach auch das größte Problem. Die Politik, die stellt sich hier blind und taub und sagt im Prinzip, die anderen sollen man machen. Und das ist, glaube ich, das Hauptmanko, weil
Meiner Ansicht nach geht es hier um eine Abwägung Leben gegen Leben, die Politik so aufgrund unserer Verfassung auch nicht treffen darf. Und deshalb duckt sich die Politik weg. Und der Ethikrat findet das dann auch noch gut und sagt selbst, dass der Gesetzgeber eine solche Entscheidung nicht treffen dürfte. Und dann ist es, sollen das doch die Fachgesellschaften mal machen. Also im Prinzip wird in Kauf genommen, dass da Wertentscheidungen durch die Fachverbände getroffen werden, die nach der Verfassung gar nicht getroffen werden dürften. Und man denkt, wenn das halt nicht der Gesetzgeber macht, sondern eben die Fachverbände als private Dritte, dann ist das schon okay und wird so hingenommen werden. Das geht so weit, dass in dieser Triage-Empfehlung sogar eine Re-Evaluierung vorgesehen ist. Das heißt, wenn dann jemand zum Beispiel das Beatmungsgerät hat und jetzt kommt jemand, der nach den Kriterien höhere Erfolgsaussichten hat, dann wird der andere, der vorher dran war, abgeklemmt. Oder es ist empfohlen, den dann abzuklemmen, was strafrechtlich zweifelsfrei Totschlag ist. Also da gibt es überhaupt kein Vertrauen. Und das ist halt einfach die Krux, dass der Gesetzgeber hier nicht darauf bedacht ist, Kriterien für die Triage zu schaffen, die verfassungsrechtlich in Ordnung wären, was auch möglich wäre. Aber der Gesetzgeber duckt sich weg. Das heißt, kurz zusammengefasst, die Fachverbände der IntensivmedizinerInnen geben eine Empfehlung heraus, die privater Natur ist, die demokratisch nicht legitimiert ist. Die einzigen, die demokratisch legitimiert sind, in dem Fall die PolitikerInnen, haben Angst, diese Entscheidung zu treffen, weil sie es nicht dürfen, laut dem Grundgesetz Artikel 1, wenn ich das richtig verstanden habe. Und der Ethikrat sagt, wieso ist doch alles okay und überhebt sich damit selbst über die Verfassung? Genau, also so verstehe ich das und das finde ich ist halt einfach ein Unding, dass man, also dass hier was für gut befunden wird und gut geheißen wird, was mit der Verfassung in eklatantem Widerspruch steht. Aber wenn wir, also was ist denn jetzt die Forderung der Menschen mit Behinderung? Soll es jetzt demokratisch legitimiert werden, wenn sie das gar nicht dürfen? Wie sollte die Politik da am besten umgehen? Das ist ein Missverständnis. Die Politik darf nicht gar nichts dazu sagen. Die Politik dürfte eine solche Abwägung, wie sie in dem Papier getroffen wurde, nicht treffen. Die Politik dürfte nicht sagen, du bekommst hier mal per se eine geringere Erfolgsaussicht nach diesen Kriterien zugeschrieben, weil du vielleicht alt bist, weil du im Rollstuhl sitzt, weil du eine bestimmte Art von Muskelerkrankung hast. Das dürfte der Gesetzgeber nicht, weil der Gesetzgeber Leben gegen Leben nicht abwägen darf. Und auch wenn die Erfolgschance geringer ist, darf er das nicht und darf dann nicht sagen, aber der hat vielleicht weniger Erfolg und dann nehmen wir doch lieber den. Aber der Gesetzgeber darf andere Kriterien für so eine Triage-Entscheidung vorgeben. Beispielsweise das, was ja normalerweise wäre, wer zuerst kommt, mal zuerst. Wenn ich halt ins Krankenhaus komme und habe eine Erfolgsaussicht. Also wir reden sowieso nur von Leuten, die, wo die Mediziner von vornherein einschätzen, dass sie nicht chancenlos sind. Und wenn ich jetzt ins Krankenhaus komme und habe nach den Ergebnissen der Untersuchung eine Erfolgsaussicht und es ist noch ein Gerät frei, dann bekomme ich das. Wenn keins frei ist, muss ich warten, bis eins frei wird. Falls ich das eben bis dahin nicht schaffe, habe ich Pech gehabt. Wir hoffen alle, dass dieser Fall nicht eintritt, sowieso. Und im Moment sieht es ja auch noch ganz gut aus. Aber das wäre das, was der Gesetzgeber beispielsweise entscheiden könnte. Dass man halt dieses Prioritätsprinzip anwendet. Oder auch das Losprinzip, das gibt es auch öfter in Gesetzen. Kennt man ja auch von ganz normalen Alltagsfällen, wenn nicht genug Kita-Plätze sind oder was auch immer. Dann wird ja auch tatsächlich oft das Los entscheiden. Und diese Grundentscheidung dürfte ein Gesetzgeber sehr wohl treffen oder Dringlichkeitsprinzip dürfte er auch treffen. Also der Gesetzgeber hat Chancen, das zu regeln, was aber unter Umständen auch von den Medizinern
so gar nicht gewollt ist, da Mediziner da auch eine andere Denkweise haben als die eben im Grundgesetz vorgesehene. Mediziner denken utilitaristisch eher. Das heißt, wir haben auch, ja. Ich wollte sagen, die denken utilitaristisch, das Grundgesetz ist individualistisch angelegt. Es geht eben nicht in Deutschland, dass man zum Beispiel 10 Leute opfert, um 100 zu retten. Das gibt es nicht, diese Denkweise im Grundgesetz. Da gab es 2010 einmal ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht. Da geht es genau um diese Frage. Was genau war da? Das war dieser Fall, der auch als Fernsehfilm oder als Theaterstück verfilmt wurde oder eben auf die Bühne gebracht, wo das Publikum hinterher abstimmen durfte. Und zwar ging es da ums Luftsicherheitsgesetz, wo vorgesehen war, in dem fiktiven Fall, es wird ein Flugzeug entführt mit 130 Leuten an Bord und der Entführer droht, dieses Flugzeug in ein vollbesetztes Fußballstadion zu fliegen. Da sagte das Luftsicherheitsgesetz, dass man dieses Flugzeug abschießen darf. Das Bundesverfassungsgericht hat diese Entscheidung, also dieses Gesetz aufgehoben, mit der Begründung, dass es gegen die Menschenwürde verstößt, weil diese 130 Leute in dem Flugzeug, jeder könnte man natürlich sagen, sind ja ohnehin dem Tode geweiht, die dürfen nicht zum Instrument gemacht werden. Die dürfen nicht als Werkzeug benutzt werden, nur um andere zu retten, weil ihnen das die Menschenwürde nimmt. Und dementsprechend darf dieses Flugzeug eben nicht abgeschossen werden, wo damals vom Publikum her, ich glaube 85% haben gesagt abschießen, 15% nur haben grundgesetzkonform gesagt nicht abschießen. Weil, glaube ich, diese Denke, mehr Leute retten, die herrscht ja oft vor, dass man sagt, man möchte eben möglichst viele retten. Aber aus gutem Grund hat sich auch mit der deutschen Vergangenheit eben das Grundgesetz für eine individualistische Betrachtungsweise entschieden und sieht den Einzelnen und seine Würde. Ich würde gerne nochmal zurückkommen zu den Medizinerinnen und Medizinern. Du hast gesagt, die denken oft utilitaristisch. Sadistisch. Wie genau meinst du das? Was heißt das? Das heißt, dass sie von dem Gedanken getragen sind, möglichst die größtmögliche Anzahl von Menschen zu retten. Das ist ja an sich auch nicht schlecht, nur fällt natürlich der Einzelne, der eben dann diese größtmögliche Zahl stört, hinten runter. Und es ist ja so, dass diese Kriterien, die dort aufgestellt werden, das ist ja keine sichere Vorhersage, sondern man geht da von Wahrscheinlichkeiten aus und nimmt damit einzelnen Menschen halt einfach die Chance. Und wir haben eine Chancengleichheit. Das heißt, jeder Mensch soll dieselbe Chance auf Überleben haben, wenn ihm denn Erfolgschancen eingeräumt werden. Und das im Prinzip findet da nicht mehr statt, weil halt im Prinzip die Latte angehoben wird und gesagt wird, naja, wenn du die und die Vorerkrankung mitbringst, dann ist deine Erfolgswahrscheinlichkeit schon mal von vornherein geringer und damit fällst du hinten runter. Aber angenommen, mit meiner Vorerkrankung wäre bei gleicher Behandlung eine Genesungswahrscheinlichkeit danach ähnlich hoch wie die eines 30-jährigen nicht behinderten Menschen. Würde das dann auch negativ für mich ausgelegt werden? Also das Ding ist, dass du, wenn du da reinkommst jetzt, also so wie die Empfehlungen im Moment sind, hast du ja grundsätzlich, wird gesagt, der hat eine Chance, der andere nebenan hat auch eine Chance. Und dann gucken die halt in die Empfehlungen und da steht dann drin zum Beispiel allgemeiner Gesundheitszustand. Und beim allgemeinen Gesundheitszustand soll man sich auf die CFS unter anderem beziehen. Das ist die Clinical Frailty Scale, die Gebrechlichkeitsskala. Wenn du da wiederum reinguckst, dann sieht es für dich jetzt gar nicht so gut aus, weil du nämlich auf Assistenz angewiesen bist und im Rollstuhl sitzt. Und damit sind deine Punkte. Also auf Assistenz bin ich ja schon ewig angewiesen. Ja, aber das spielt erstmal nach dieser Skala keine Rolle. Da wird erstmal ein negativer Score dann
für dich dort notiert. Natürlich kommen dann noch andere Sachen dazu. Vielleicht hatte Andrea zufällig ein weit fortgeschrittenes Krebsleiden, dann mag sich das wieder aufheben. Aber wenn der andere gesund ist, dann sieht das nicht gut aus für dich. Also es ist im Prinzip so eine Art Social Score, wie wir sie aus China angeblich kennen, wo Menschen Sozialpunkte verdienen. Gut, das wohl nicht, aber es geht halt nach Gebrechlichkeit. Und nicht nur nach Gebrechlichkeit, sondern es sind auch noch explizit Krankheiten aufgezählt. Also zum Beispiel eine weit fortgeschrittene Muskelerkrankung, wie ich sie habe. Also ich hätte auch, wir hatten letztens eine Diskussion mit den Ärzten, dann wurde gesagt, da gucken ja mehrere Mediziner drauf und es soll ja schon individuell bearbeitet werden und es soll ja individuell geguckt werden und sie sollen ja dann nicht abhaken und eine Punktzahl reinschreiben. Was man aber in den Empfehlungen sieht, ist ein Flussdiagramm zum Ausfüllen, wo eine Punktzahl reinkommt. Also es ist, sie sagen, es ist nicht die reine Abhakliste, wo man dann als Arzt sich da, nein, man soll das schon individuell weiter bewerten. Nur dann frage ich mich, wozu dann überhaupt die Empfehlungen und wozu zähle ich dann die einzelnen Krankheiten auf und die Gebrechlichkeitsskala, wenn das doch dann am Ende wieder völlig irrelevant sein soll. Wirkten denn die in diesen Videokonferenzen gesprächsbereit oder haben die das dann einfach abgetan? Also ich glaube, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass die Ärzte aus einer anderen Denke kommen und die auch nicht hinter sich lassen können. Dass dieser Ansatz, den das Grundgesetz hat, dass der denen wirklich nichts sagt im Prinzip. Und sie haben auch gesagt, dass sie gar nicht so an die Menschen mit Behinderung gedacht haben, als sie diese Gebrechlichkeitsskala da reingetan haben. Aber ich meine, selbst wenn sie diese Skala eingrenzen würden auf Leute ab 65, dann haben wir eine Altersdiskriminierung. Denn jeder ältere Mensch ist auch irgendwie gebrechlich. Und die Jüngeren halt nicht in der Regel, es sei denn, sie gehören eben zu den Menschen mit Behinderung. Also es ist niemals geöffnet. Es ist ja auch das medizinische Modell von Behinderung in diesen ganzen Betrachtungen sehr dominant, wo dann praktisch immer vom Leid ausgegangen wird und weniger von der Fragestellung, welche Ressourcen würde es benötigen, um vielleicht auch ein Retten der Person zu ermöglichen. Ist diese Debatte nicht eigentlich vor allem dadurch entstanden, dass es vielleicht insgesamt zu wenig Ressourcen im Gesundheitssystem geht, also dass die Barrieren und die Hindernisse ganz woanders liegen, als in der Tatsache, dass wir Menschen jetzt hier gegeneinander auswählen müssen? Also ich meine, das ist ja ohnehin der Punkt, dass wir natürlich jetzt in einer Situation sind, wo man natürlich hofft und bangt, dass es für alle reichen möge. Und da sind wir auch mit den Medizinern so weit d'accord. Also es ist noch nicht so, dass sie jetzt sagen, wir sortieren jetzt schon mal vorsorglich aus. So weit sind wir noch nicht. Insoweit muss man natürlich nach dieser Krise auf jeden Fall dafür Sorge tragen, dass solche Situationen nicht mehr entstehen können. Nur jetzt sind wir in dieser Krise und jetzt kann es eben sein, je nachdem, wie das mit den Lockerungen jetzt wird, dass die Zahlen wieder sprunghaft in die Höhe schnellen und dass wir dann auf einmal vor diesen Entscheidungen, trotz aller Bemühungen, die zu verhindern, auf einmal vor dieser Entscheidung stehen. Und da hast du ganz recht, das medizinische Modell von Behinderung, das guckt natürlich eher auf die Defizite als auf die Stärken. Und wir haben jetzt in einigen Gesprächen mit vielen anderen Menschen mit Behinderung ist auch nochmal klar geworden, wir haben halt auch Ressourcen, was Willensstärke und was teilweise auch Abwehrkräfte betrifft, weil wir einfach mal Pflegepersonal um uns rum haben, Assistenzen und so weiter, sodass wir auch Ressourcen haben, die vielleicht wieder bestimmte Nachteile aufwiegen. Aber das wird nicht gesehen. Jetzt gibt es in vielen Diskussionen, die man ja dann auch in den Medien verfolgen kann, in den Kommentarspalten und so weiter, sehr, sehr schnell dann die Aussage,
wo gesagt wird, ja, aber die Ärzte, in deren Haut möchte man wirklich nicht stecken, die wissen schon, was sie tun. Und dann Ärzte manchmal auch gesehen werden als Götter in Weiß. Wie siehst du das? Also ich muss erst mal sagen, ich habe bisher mit Ärzten oft auch sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Das ist gar nicht die Frage. Und dass das für die Ärzte eine schlimme und schwierige Entscheidung ist, das ist auch nicht die Frage. Und das wird auch nicht in Abrede gestellt. Aber gerade deshalb ist es umso wichtiger, dass der Gesetzgeber klare Richtlinien schafft, wonach in solchen Fällen entschieden werden muss. Richtlinien, die auch den Ärzten Sicherheit geben und nach denen die Ärzte dann auch in einem Katastrophenfall, wo wirklich, wenn man das die Bilder aus Italien gesehen hat, wo wirklich gar nicht mehr die Zeit ist, individuell mit Teams dort Besprechungen der einzelnen Fälle vorzunehmen, dass da eben eine rechtssichere Entscheidung getroffen werden kann. Und das ist anhand dieser Deal-Kriterien gerade nicht möglich. Es sei denn, ich gehe dazu über, tatsächlich das zu tun, was ja angeblich nicht gewollt ist, dass ich einfach abhake und sage, okay, hier gibt es einen Punkt für muskuläre Erkrankungen, hier gibt es noch einen Punkt für Rollstuhl und Assistenz. Pech gehabt. Da dürfen wir nicht hinkommen. Noch zwei Fragen. Die persönliche kommt am Ende. Aber was mich wirklich noch in der ganzen Debatte interessieren würde, wie kommen wir aus diesem Schlamassel jetzt raus? Also was ist jetzt die Forderung von den Aktivistinnen und Aktivisten, die sich ja auch schon viele, viele Tage und Wochen mit diesem Thema auseinandersetzen? Wie kommen wir aus diesem Schlamassel raus? Was ist deine Forderung an die Politik, an die DIVI, an den Ethikrat? Meine Forderung geht eigentlich vorrangig an die Politik, weil die DIVI und der Ethikrat, die haben gezeigt, was sie können oder eben nicht. Die Politik ist gefragt. Es muss von der Politik das Wegducken ein Ende haben. Die müssen jetzt tatsächlich Farbe bekennen, müssen sagen, nach welchen Kriterien zu entscheiden ist. Und dann, erst dann hat man ja auch die Möglichkeit, zum Beispiel das Gesetz überprüfen zu lassen. Denn die DIVI sind kein Gesetz. Da habe ich überhaupt keine Möglichkeit als Betroffener, die verfassungsrechtlich prüfen zu lassen. Das ist einfach eine Empfehlung von Dritten. Der Gesetzgeber muss sagen, was gemacht werden soll. Und das kann dann jeder auch vom Verfassungsgericht überprüfen lassen. Und deshalb ist meine Forderung einfach, dass der Gesetzgeber tätig wird. Und er muss dafür sorgen, dass solche Gedankengänge, dass man hier Nachteile haben könnte aufgrund einer Behinderung oder aufgrund des Alters, dass die gar nicht in die Köpfe kommen. Denn das ist ja das Gefährliche. Wenn das jetzt in der Diskussion, selbst wenn das noch nicht mal benutzt werden müsste, diese Empfehlung und dieses Triage-Konzept, der Gedanke, der darf nicht in die Köpfe kommen, dass es gegebenenfalls sein könnte, dass dann die Menschen mit Behinderung oder die alten Menschen zurückstehen müssen. Was können denn die Zuschauerinnen und Zuschauer tun? Gut, die Zuschauerinnen und Zuschauer könnten halt einerseits natürlich in der öffentlichen Diskussion auch sich auf unsere Seite stellen und eben nicht blind und ohne das auch mal gelesen zu haben, bejubeln, dass das für die Mediziner doch so gut ist, wenn es jetzt diese Empfehlungen gibt, sondern sich auch mal mit der anderen Seite auseinandersetzen, was das für die betroffenen Menschen heißt oder was das für den Einzelnen hieße, wenn er aufgrund eines Merkmals da quasi dann damit rechnen müsste, dass er nicht behandelt wird. Also öffentliche Diskussion auf jeden Fall und gern auch politischen Druck ausüben, die Politik anschreiben und eben fordern, dass die Triage gesetzlich geregelt wird. Zum Abschluss würde ich mir gerne noch eine emotionalere Frage erlauben, weil ich selber nicht genau weiß, wie ich dazu überhaupt adäquat reagiere. Aber ich lese sehr viel von Menschen mit Behinderungen in Foren, die teilweise ihr eigenes Leben auch schon so minderwertig ansehen und dann Sätze sagen wie, naja, dann sollen sie mich halt abklemmen, wenn es soweit ist. Die Ärzte werden schon wissen, was sie tun. Das hat mich sehr traurig gemacht und auch sehr, sehr nachdenklich. Wie siehst du das? Was würdest du den Leuten gerne sagen? Also mich hat es erschreckt, diese Diskussion, dass halt von vielen Menschen mit Behinderung selbst
der Kommentar kam, ja, das war doch klar, dass wir in so einer Situation dann die Ersten sind, die nicht behandelt werden. Also allein diese Denke finde ich ganz furchtbar und schrecklich und kann ich auch also überhaupt nicht nachvollziehen. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir selbst natürlich auch uns klar ist, dass wir genau dasselbe Recht haben auf Behandlung und auf Weiterleben wie alle anderen auch und dieselbe Chance haben auch. Es ist was ganz anderes, wenn man persönlich was entscheidet. Ich habe beispielsweise das in einer Diskussion gesagt, da habe ich auch Kritik für bekommen, vielleicht sogar zu Recht. Ich habe gesagt, wenn ich jetzt dort liegen würde und im Bett nebenan liegt ein Kind, was dieses Gerät bräuchte. Und ich habe es bekommen, weil vielleicht Prioritätsentscheidung. Und dass ich persönlich dann sagen würde, dann gib dem Kind das Gerät. So. Aber das wäre dann meine Entscheidung. Und genau da sehe ich auch den Unterschied, dass ich dann eben nicht als Mittel zum Zweck diene, sondern dass ich persönlich für mich diese Entscheidung getroffen habe. Und damit ist meine Würde auch nicht verletzt. Aber zu Recht habe ich natürlich die Kritik geachtet, dass man damit vorsichtig sein muss, dass das nicht zu einer Art Erwartungshaltung führt. Weil das darf natürlich nur aufgrund von einer persönlichen Entscheidung im Einzelfall sein und nicht, dass dann die Erwartung am Ende besteht, dass doch Behinderte und alte Menschen sagen mögen, dann klemmt mich ab. Das darf nicht sein. Zu guter Letzt, hast du Hoffnung? Oder glaubst du, die Schlacht ist verloren und wir müssen einfach nur hoffen, dass es nie zu dieser Entscheidung kommt? Ich habe immer Hoffnung. Also ich bin ja Juristin und ich glaube und vertraue eigentlich aufs Grundgesetz und habe auch eigentlich immer angenommen, dass das Grundgesetz gerade in solchen Krisen und Katastrophenzeiten uns einen gewissen Schutz gibt. Nicht nur uns Menschen mit Behinderung, sondern der Bevölkerung allgemein. Dass man sich gerade auf Artikel 1 und 2, dass das so der Eckpfeiler ist, auf den man vertrauen kann. Und ich glaube das auch immer noch und hoffe, dass ich nicht enttäuscht werde. Super, Nancy Poser. Vielen, vielen Dank für das sehr aufschlussreiche und erhellende Interview. Für alle weiteren Fragen, die noch kommen, stehen wir für ein Q&A zur Verfügung. Ansonsten bietet abilitywatch.de ihrer Website auch noch einige Zusammenfassungen und Zusammenstellungen von weiteren Fachmeinungen zum Thema Triage online. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich, wenn wir uns bei einer anderen Gelegenheit zu einem angenehmeren Thema wiedersehen.